Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK – Motion and Control. Und Fekton – Transparenz der Produktkosten im gesamten Produktlebenszyklus. Fekton – aus Kosten werden Chancen. Hallo und herzlich willkommen zu den Auto-News. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Anja Nowak. Sonderschichten und Neueinstellungen bei Opel. Der Autobauer Opel stellt für sein internationales technisches Entwicklungszentrum in Rüsselsheim bis zu 250 Ingenieure ein, um zusätzliche Aufgaben bewältigen zu können. Das Unternehmen hat eine Modelloffensive mit einem Investitionsvolumen von 11 Milliarden Euro gestartet und arbeitet daran, bis 2014 80% seiner Modellpalette zu erneuern. Darüber hinaus plant Opel die Einführung neuer Fahrzeugkonzepte, darunter das Elektrofahrzeug Ampera, das im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird. Unterdessen sind die neuen Modelle Opel Insignia und Opel Astra im Markt stark gefragt. Das Werk Rüsselsheim hat für die Monate Mai und Juni insgesamt 5 Sonderschichten geplant. Das Werk im polnischen Gleiwitz wird bis Juni insgesamt 17 Sonderschichten einlegen, um die Kundenwünsche bedienen zu können. Toyota und Mazda vereinbaren Hybridkooperation. Mazda setzt auf dem Gebiet der alternativen Antriebe auf eine Zusammenarbeit mit Toyota. Die Vereinbarung sieht eine Bereitstellung von Komponenten der Hybridtechnologie vor, wie sie im derzeitigen Toyota Prius zum Einsatz kommt. Das System soll dabei mit dem neuen Mazda Sky Verbrennungsmotor kombiniert werden, der zurzeit in der finalen Entwicklung ist. Entwickelt und gefertigt wird das neue Mazda Hybridfahrzeug in Japan. Die kommerzielle Markteinführung des ersten Hybridmodells von Mazda ist für 2013 im japanischen Markt geplant. Im Sinne des Zoom-Zoom-Nachhaltigkeitsprogramms will Mazda bis 2015 den durchschnittlichen Verbrauch seiner weltweit verkauften Fahrzeuge im Vergleich zu 2008 um 30% senken. Dabei setzt Mazda auf eine modulare Baukastenstrategie. Alle verbrauchsrelevanten Faktoren, also Motoren, Getriebe, Gewicht und Aerodynamik, sollen signifikant optimiert und schrittweise durch elektrische Komponenten wie Start-Stopp-Automatik, Bremsenergie-Rückgewinnung oder Hybridsysteme ergänzt werden. Dr. Wilfried Lehr verlässt Mann und Hummel Geschäftsführung. Dr. Wilfried Lehr, der die Geschäfte des Unternehmensbereichs Erstausrüstung Automotive seit Anfang 2004 bei Mann und Hummel leitete, hat Aufsichtsrat und Gesellschafter Bevollmächtigte um eine vorzeitige einvernehmliche Auflösung seines Anstellungsvertrages gebeten und wird sich neuen Herausforderungen stellen. Über die Nachfolge von Wilfried Lehr entscheidet das Unternehmen in den kommenden Wochen. Die Mann und Hummel GmbH mit Stammsitz im württembergischen Ludwigsburg ist Entwicklungspartner und Serienlieferant der internationalen Automobil- und Maschinenbauindustrie. Volvo endgültig an Geely verkauft. Nach langen Verhandlungen ist man sich nun einig. Der chinesische Autohersteller Geely kauft die schwedische Ford-Tochter Volvo. Damit übernimmt erstmals die aufstrebende Autogroßmacht China eine europäische Traditionsmarke. Als Kaufpreis nannte Ford 1,8 Milliarden Dollar. Davon sollen 1,6 Milliarden Dollar in bar gezahlt werden. Wie beide Unternehmen mitteilten, sollen letzte Details bis Ende des dritten Quartals geklärt werden. Als offen gilt dabei unter anderem ein Kredit der EIB über 445 Millionen Euro. Geely will die bisherige Volvo-Produktion von 300.000 Personenwagen im Jahr durch den Absatz auf dem riesigen heimischen Markt innerhalb weniger Jahre verdoppeln. Außerdem soll die Position in Nordamerika, Europa und den Schwellenländern ausgebaut werden. Für den Volvo-Verkauf im eigenen Land hat Geely den Bau einer neuen Fabrik vor den Toren Pekings angekündigt. Die bisherige Fertigung in Schweden sowie im belgischen Gent mit insgesamt gut 20.000 Mitarbeitern soll unverändert weitergeführt werden.
Ellering Klinger übertrifft Prognosen für 2009. Der Automobilzulieferer Ellering Klinger konnte der allgemein schwierigen Gesamtlage im Krisenjahr 2009 trotzen und den Ergebnisrückgang in Grenzen halten. Während man in der ersten Jahreshälfte unter der signifikant reduzierten Pkw-Produktion in Europa, den USA und Japan zu leiden hatte, war in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Belebung der Nachfrage spürbar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. So legte der Umsatz im vierten Quartal 2009 um 19,6% gegenüber dem Vorjahr zu. Der Umsatz im Gesamtjahr 2009 ging um 11,9% auf 579,3 Millionen Euro zurück. Das operative Ergebnis verringerte sich auf 63,3 Millionen Euro. Im Laufe des Jahres führten der wieder anziehende Umsatz zusammen mit den sukzessive greifenden Kostensenkungsmaßnahmen und der verstärkten Entlastung beim Materialaufwand dazu, dass sich das operative Ergebnis schrittweise verbesserte, so der Vorstand des Unternehmens. Für 2010 geht die Ellering-Klinger-Gruppe insgesamt von einem Anstieg der Umsatzerlöse um 7-10% aus. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll sich überproportional entwickeln und um 12-15% steigen. Das waren sie, die Autonews für dieses Mal. Danke fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.